Alle Zeichen stehen auf Rezession und trotzdem steigen die Aktien jeden Tag ein Stückchen mehr. Wissen die Märkte etwa mehr als die Virologen? Das schauen wir uns heute einmal gemeinsam an. Hi, ich bin Ivan von Evergreen. Die Aktienmärkte haben zwischenzeitlich während der Corona-Krise bis zu 30% an Wert verloren. Und aktuell ist es so, dass einige Börsen, zum Beispiel die Technologiebörse Nasdaq in den USA, nur noch wenige Punkte von ihrem ursprünglichen Allzeithoch entfernt ist. Auf der anderen Seite beklagen die Amerikaner mittlerweile über 40 Millionen Arbeitslose und in Deutschland wird das Bruttoinlandsprodukt voraussichtlich um 6,3% schrumpfen. Vor diesem Hintergrund erscheinen die Kurssteigerungen der letzten Woche surreal. Die EZB tut alles, um die rezessiven Tendenzen abzufedern und einen kompletten Einbruch zu verhindern. Allerdings bleiben die Zinsen zunächst auf dem aktuellen Niveau. Wo sollen sie auch hingehen? Denn sie sind ja bereits negativ. Dafür fluten die Notenbanken die Märkte mit Geld, zum Beispiel über Anleihenkäufe und Finanzspritzen für die Banken. Die Märkte werden regelrecht mit Geld geflutet. Doch wo landet das Geld und was soll es überhaupt bewirken? Vielen Unternehmen nützt es aktuell wenig, denn aufgrund der Corona-Krise können sie nicht in der gewohnten Art und Weise produzieren. Deswegen geht das Geld unter anderem in die Aktienmärkte und das ist auch ein Grund dafür, warum diese quasi unkontrolliert steigen, nachdem sie vorher unkontrolliert gefallen sind. Die aktuelle Erholung an den Aktienmärkten ist also mit absolut größter Vorsicht zu genießen. Doch das Geld geht nicht nur in die Aktienmärkte. Über verschiedene Unterstützungsprogramme und Kurzarbeit kommt das Ganze auch den Verbrauchern zugute. Dieses Geld erzeugt natürlich eine erhöhte Nachfrage bei den Gütern. Auf der anderen Seite kann diese Nachfrage teilweise nicht durch erhöhte Güterproduktion gedeckt werden, aufgrund der angesprochenen Beschränkungen bei der Produktion. Viele Volkswirte befürchten deshalb bereits jetzt schon inflationäre Tendenzen. Das bedeutet mehr Geld, mehr Nachfrage, weniger Güter, weniger Angebot. Ein Video zum Thema Inflation und Rezession haben wir euch hier oben in der Infobox einmal verlinkt. Welche Lehren können wir aus der aktuellen Marktentwicklung in Zusammenhang mit der Corona-Krise ziehen? Nun, einmal mehr sind Marktentwicklungen ganz offensichtlich nicht vorhersehbar. Es gab weder einen Guru noch einen Star-Fondsmanager, der im Januar die Corona-Krise und die entsprechenden Auswirkungen auf die Märkte auf dem Radar hatte. Genauso wenig hat wohl kaum einer damit gerechnet, dass trotz der extremen Rezession Tendenzen, die Märkte sich so schnell erholen. Und genauso wenig wird irgendjemand vorhersehen können, ob diese Erholung nachhaltig ist oder nur die Ruhe vor dem wirklichen Sturm. Auch wenn man die Märkte also nicht vorhersehen kann, kann man sehr wohl seine Geldanlage gegen Risiken absichern, mit einem effizienten Risikomanagement. Dazu gibt es verschiedenste Methoden, diese haben wir euch in einem unserer Blogbeiträge unten in der Beschreibung einmal verlinkt. Risikoabsicherung für Geldanlagen ist per se nicht so kompliziert, allerdings besteht die größte Herausforderung bei Wertsicherungsstrategien in der Partizipation. Das bedeutet, auch wenn man die Risiken in den Griff bekommt, muss natürlich auch ein Ertrag möglich sein. Die meisten Wertsicherungskonzepte scheitern daran. Das bedeutet, die Portfolios oder die Geldanlage ist zwar sehr gut abgesichert, aber am Ende kommt dann nichts bei rum und dann hättet ihr euch die Geldanlage auch komplett sparen können. Wie es richtig funktionieren kann, wie gesagt, der Link unten in der Beschreibung. Welche Auswirkungen eine Rezession auf euch ganz persönlich haben könnte, das findet ihr hier in unserem Rezessionsvideo raus. Außerdem haben wir die ZDF-Serie Bad Banks einem Faktencheck unterzogen. Das findet ihr in diesem Video. Für die nächsten Marktkommentare und natürlich das ganze Finanzwissen für jedermann, abonniert unseren Kanal, einfach hier klicken. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.